Wie starten wir? So, wir starten mal ganz, ganz geschmeidig, Freunde. Ganz geschmeidig. Mit der üblichen Versorgung. Die übliche Standardversorgung, Freunde, die erstmal stehen muss. In der Zeit werde ich mich mal kurz um die Verteilung kümmern. Ja, brauchen wir eigentlich alles. So, das habe ich mittlerweile schon ganz gut drin. Ja, Freunde, wir stellen uns dem letzten Level. Das letzte Level beginnt. Ah, es wird eigenartig sein. Also natürlich, es wird mit Siedler weitergehen. Mit Siedler-Content. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Dass das nicht aufhören wird. Aber trotzdem, es ist nicht ganz einfach. So, jetzt ist spannend. Ich kann es mir wirklich gar nicht vorstellen. Wikinger, glaube ich, sind raus als Gegner. Ich glaube, es sind nubische Stämme. Ein nubischer Stamm. Okay. Ja, dieses 1 gegen 1, ich kann mich da noch an Ding erinnern, an was war's Japan, wo man erst dachte, ja easy, Alter, 1 gegen 1, kein Problem. Und wir hatten auch eigentlich eine gute Position. Ich glaube, das war sogar einer der Stellen, wo ich dann nochmal neu laden musste, weil ich es erstmal richtig verschissen hatte. Aber diesmal nicht, Freunde. Diesmal nicht. Diesmal passiert uns das sicher nicht. Dieses Mal werden wir das Ganze richtig schön wuppen. Dieses Mal werden wir es richtig schön wuppen. Ich bin sogar am Überlegen, hier gleich einen Holzfäller hinzubauen. Klar, einen Holzfäller, Digga. Einen Bauernhof hinzubauen. Einfach mal schauen, was der so bringt dort. Lass uns das doch mal ganz geschmeidig angehen. Wenn wir da gleich wir haben den Fischer da oben, aber wenn wir da gleich eine halbwegs vernünftige Nahrungsmittelversorgung zustande bekommen, das wäre doch was. Er hat halt sehr wenig Platz, um Bäume anzubauen, gell? Also ist jetzt nicht viel, was ich hier machen kann. Gut, die anderen werden hier unten sein. Ich kenne mich leider, also natürlich habe ich die grundsätzliche Form von Australien relativ gut im Kopf. Aber ich kenne mich leider sehr, sehr wenig damit aus, wo in Australien was ist. Also es gibt ja dieses krasse Outback und dann gibt es die Gegenden, wo echt fortschrittliche Städte sind, wie Sydney oder Perth oder so. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, ob eher im Norden viel Zivilisation ist oder eher im Süden. Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall steht unser erstes Gebäude steht, unser erster militärischer Fortschritt ist getan. Das ist jetzt natürlich eine wilde Gegend hier, Freunde.
Aber ich will dazu schon nochmal anmerken, dass das Perfektion ist, wie wir das hier gebaut haben. Wenn hier noch die Bäume wechseln, das wird richtig gut. Das wird richtig gut, Freunde. Jetzt bauen wir erstmal ganz geschmeidig das zweite Sägewerk. Ich will erstmal, dass das alles geklärt ist. Währenddessen erweitern wir unseren militärischen Machtbereich. Das ist grundsätzlich immer gut. Aber rein vom Optischen her, wie wir dieses Gebiet hier ausnutzen, das ist schon eine feine Sache. Das ist eine richtig feine Sache. Jetzt schauen wir mal, wie viele Felder unser Kollege da oben baut. Ich glaube, er müsste eigentlich es voll ausnutzen können. Sägewerk steht, Fischerei ist auch da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, Freunde. Sieht gut aus. Lass uns doch hier gleich nochmal für ein bisschen mehr Platz sorgen. Wir haben noch ganz gut Holz. Aber das wird schnell weg sein, wenn wir da nicht für Nachschub sorgen. Ich bin auch eigentlich schon immer dafür, mindestens zwei von diesen Holzversorgungen zu bauen. Einfach zur Sicherheit. Stopp, 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 stopp. Speichern, ja. Es wird so komisch sein. Es wird so komisch sein, dieses Spiel abzuschließen. Es wird so eigenartig. Ich habe mich übrigens, wo ich das letzte Mal drüber geredet habe, völlig vertan. Wir haben ja schon über 300 Folgen, die Siedler 2. Über 300 Folgen. Ich muss dann wirklich mal schauen, was ich dann mache. Ob ich erstmal nochmal ein paar Folgen Siedler 1 vielleicht raushaue oder mich wieder auf Siedler 3 konzentriere. Da steht ja noch eine ganze Kampagne aus. Ich meine, in Siedler 1 haben wir zumindest einen schönen Cut hinbekommen. Aber die Siedler 3, da steht ja noch die Kampagne mit Odin Amsis aus. Und theoretisch stehen da noch, glaube ich, fünf weitere Kampagnen aus. Oder man schreitet natürlich zu die Siedler 4 vor. Also es ist ein bisschen prekär. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da weitermachen soll. So, Freunde, es geht hier los. Die Mühle steht. Der Brunnen steht. Es läuft gut. Wir haben noch 11 Bretter übrig und das, obwohl wir wirklich viel gebaut haben jetzt gerade. Wir haben sehr, sehr viel gebaut. Er fängt schon an, hier drüben die Palmen so ein bisschen zu reduzieren. Finde ich auch sehr schön. Natürlich wird das hier unten das spannendere Gebiet sein. Ich hoffe, dass die Gebirge nicht irgendwie wieder in der relativ... Also, in Japan war es, glaube ich, so, dass zentral die meisten Goldberge waren. Und wir wurden dann kurz mal zurückgedrängt, haben dann aber durch das Gold, das wir schon geschürft haben, konnten wir uns das Land wieder zurückkämpfen. Also, das hat ganz gut funktioniert. Ist das der richtige? Ja. Damit wir hier was, also generell überhaupt das Land nutzen können. Das wäre ja sonst dämlich. Bauen wir hier noch einen Holzfäller hin? Ja, Freunde, es geht voran. Es geht voran. Wir stürmen da recht schnell runter. So nämlich. Aber es gefällt mir schon alles sehr gut, was ich hier sehe. Spannend wird auch der Bauernhof hier. Soll ich da noch einen zweiten Bauernhof hinbauen? Ist es notwendig? Ist übrigens... Au, ach, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Es ist nämlich faszinierend. Die Lippe ist ja noch vollkommen taub, wenn ich da so drauf beiß. Fühlt sich das voll eigenartig an.
Wie viel Farmer haben wir am Start? Wir haben auf jeden Fall mal keinen einzigen, aber wir haben 8 Sensen. Das größere Problem ist, glaube ich, gar nicht. Ach, die stehen sich schon im Weg. Machen wir hier mal noch ein bisschen. Es könnte sich rausgehen. Es könnte sich relativ gut rausgehen. Ich sehe da übrigens ein kleines Kanickel. Vielleicht wäre es auch gar nicht so geschickt, einen Jäger zu bauen, weil ich habe irgendwo einen Hirsch, da ist auch ein Fuchs. Ja, why not, oder? Oder spricht jetzt da irgendwas dramatisch dagegen? Fischvorräte werden ge... Also, haben wir jetzt dann. So, das erste Feld ist gesät, Freunde. Witzigerweise ist das schon wieder so ein Level, wo ich sagen muss, hey, es startet so gut. Es startet so gut, dass es mir schon wieder Sorgen macht. Hier sind 2 Füchse. Ja, warum, Herr Odin, nutzt du eigentlich nicht wieder mal deine Speer? Meine Güte. Immer dasselbe. Ich mit diesen Speeren? Da will ich nicht dran denken. Okay, 8 Bretter. Ja, okay. Aber wir produzieren ja Baum. Also wir haben auch noch Baumstämme auf Lager. Und hier fällen wir auch noch Bäume. Er sät fleißig aus. 3 Felder hat er schon. Das werden schon seine 5 Felder. Er hier oben kann vielleicht keine 5 machen, aber 4 werden es trotzdem. Und die sind auch echt schnell. Also sie wuseln sich da mal wieder ruckizucki durch. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Unsere Arbeitsmoral ist gerade on point. Das müssen wir bloß jetzt weiter durchziehen. Und dann hauen wir diesen letzten nubischen Stamm weg. Aber wirklich, das ist nur so Kracht. Sehr große freie Flächen. Das passt zu Australien auf jeden Fall. Die müssen, da gilt es natürlich, also die müssen wir ausnutzen. Wie viel Erkunde haben wir noch? Gar keinen. Okay, ich sehe schon Berg. Ich sehe ein Gebirge, Freunde, hier unten. Und das gilt es ruckzuck zu erobern. Aber wirklich in Maximalgeschwindigkeit. So, er hat sein Wasser bekommen, das ist gut. Wie schaut es denn generell mit Produktivität aus? Die sind voll produktiv, er ist auch ganz gut dabei. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, sieht gut aus. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Okay. Sollen wir hier schon Lager bauen? Nicht, oder? Nee, ein Lager bauen wir noch keins, aber... Wir könnten hier eine zweite Holzversorgung bauen.
Naja, doch, es ist schon. Es ist schon die beste Variante. Es ist. Ja, ja, doch, doch. Es passt schon so. Schön ist es mit Sicherheit nicht, aber es ist, denke ich, die beste Variante. So, die Mühle ist am Arbeiten, Freunde. Das heißt, unsere wunderbare Brotproduktion hat begonnen. Finde ich sehr schön. Unser Jäger arbeitet auch schon, finde ich auch super. Es läuft. Es läuft. Okay, drei Bretter noch. Die Bretter werden jetzt richtig knapp. Die werden jetzt richtig knapp. Das ist aber halb so wild. Das ist halb so wild, weil die nächste Holzproduktion wird gerade geplant und gebaut. Fünf Bretter, okay. Nee, es geht schon wieder aufwärts. Also unsere Sägewerke sind auch voll dabei. Und die kriegen ja noch zusätzlich Holz von den beiden Holzfällern. Also es wird schon passen. Es wird schon gehen. Gut, dass wir das Sägewerk als letztes in Auftrag gegeben haben. Weil natürlich viel Wichtiges. Genau. Oh, jetzt habe ich schon wieder auf die Zunge gebissen, ey. Verdammte Axt. Ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt zu sehr auf diese Seite hier konzentrieren will. Mit Land erweitern. Da wird es viel Fisch geben. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt rein investieren sollte oder ob das nicht eher ein Luxus, also purer Luxus ist, wenn wir das machen. Aber so langsam müssen wir uns auch Gedanken über ein Lager machen, definitiv. Nee, also ich bin grundsätzlich... So uneben ist das Land, ist es echt schwierig, hier irgendwie sinnvoll zu bauen. So, es ist soweit, Freunde. Der erste Berg. Der erste Berg und es gilt herauszufinden, was sich dort befindet. Hier unten sehe ich noch einen Stein vorkommen. Ich glaube, das ist so tatsächlich klüger. Okay. Okay, Freunde, da ist noch ein... Okay, doch, uns trennt das Gebirge. Ja.
Ziemlich sicher. Ziemlich sicher trennt das Gebirge uns vor unseren Gegnern. Was die Sache nicht unbedingt leichter macht. Nicht unbedingt. Haben wir schon unser erstes Brot gebacken? Da, wir backen schon Brote. Oh, das ist geil. So früh besonders. Ist eigentlich unüblich für uns.